Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück. Oh, das war Discord, das wollte ich nicht rein. Nein, danke. Ich wollte meinen Wecker gerade wieder anmachen. Ja, willkommen zurück zu Adventures Mystery Escape the Squibble Tale. So, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. So, also, diese Dominosteine muss man zusammenzählen. Das heißt, hier müsste denn eine 7 her. Warte mal, wie ging nochmal eine 7? Achso. Das wäre also richtig, das wäre dann hier die 7. Augenblick, ich habe mir das irgendwo aufgeschrieben. Muss ich das auch mal kurz aufschreiben, das Zahlen. 7, 4, 8, 3 und 6. Alles klar. So. Also, dann müssen wir jetzt ja. Das wäre dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oder nicht? Wenn das aber eine 4 ist, müssen wir die nach oben machen, richtig? Das ist jetzt eine 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 wären das denn ja. Oder nicht? Weil den habe ich jetzt zweimal gezählt. Oder. Was war das? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht lassen wir den auch mal kurz erstmal aus. Das ist eine 3. Ne, das wäre dann ja wieder verkehrt. Warte mal, das wäre eine 3. Und die 6. Wäre das denn jetzt eine 6? 4. Ich hoffe, das wäre jetzt eine 6. Okay. Sehr gut. Haben wir geschafft. Können wir mal kurz wieder durchstreichen, sonst kommen wir nämlich gleich wieder durcheinander. Oh nee, das war's. Ah nee, doch nicht. Okay. Ach ja, wir waren ja auch noch gar nicht bei Tempel. Ich wollte gerade sagen, bei Altar, Entschuldigung. Wow, das hätte ich nicht hinter diesen Kreidetafel erwartet. Nee, ich auch nicht. Ja, das sieht ganz anders aus als die anderen Räume, die wir erkundet haben. Das muss der Altarraum sein. Dort hinter sind drei Obelisken. Wir sollten gehen und die Kugel holen. Ja. Super. Haben wir hier irgendwo ein Sternchen? Haben wir hier ein Sternchen? Also Alpha. Die sehen fast so aus, als hätten die anderen Obelisken, die wir überall in den Ruinen gesehen haben, oder? Ja, aber auf diesen hier sind Symbole eingemeißelt. Ich glaube, es ist ziemlich eindeutig, dass wir zu tun haben. Okay, das ist ziemlich eindeutig, was wir zu tun haben. Denn die Gammakugel. Alles klar. Bist du sicher, dass wir die Kugeln in der richtigen Position gebracht haben? Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir es richtig gemacht haben. Und jetzt? Oh, wow. Mäuse. Oh. Endlich bin ich aus meinem Jahrhunderten Schlaf erwacht. Wonach sucht ihr? Warum schreit er so? Nach dem Altar? Zeig uns den Altar. Ja, der Altar ist hier, aber nur für Schüler zugänglich. Ihr müsst eine Eintrittsprüfung ablegen. Eine Prüfung? Wovon redet ihr da? Wenn wir davon ausgehen, dass das hier mal eine Art Schule war, könnte es sein, dass diese Golem hier die Prüfungsbeauftragte ist. Ja, der Prüfungsbeauftragte. Ja, ich schätze, wir müssen die Prüfung ablegen. Also gut. Hey Golem, wir legen die Prüfung ab. Also gut. Möchtet ihr die akademische oder die sportliche Prüfung ablegen? Ich hätte nicht gedacht, dass wir die Wahl haben. Wir sollten ihn erst fragen, worum es jeweils geht, bevor wir die Sportprüfung. Interessant, dafür hat sich noch nie jemand entschieden. Bereite dich vor. Oh nö. Deine Aufgabe ist es, mich so schnell wie möglich zu erreichen. Scheitern zieht Schmerz nach sich. Alles klar, Kedrick. Renn einfach so schnell wie du kannst. Ha, erinnerst du dich noch an meine Sturmfähigkeiten? Niemand rennt auf gerader Strecke so schnell wie ich. Sag mir einfach, welchen Weg ich wählen soll. Nutze die Pfeile, um Kettrick in der jeweiligen Richtung rennen zu lassen.
Führe ihn zum Ausgang. Das wird wohl nicht gehen. Wir müssen dahin. Also, das heißt, wir müssen irgendwie entweder dahin kommen, dass wir dagegen kommen, oder dahin kommen. Also, entweder müssen wir hier runter, wo wir aber nicht mehr wirklich ankommen. Oder wir müssen dahin. Da kommen wir aber auch nicht wirklich an, es sei denn, wir kommen hier irgendwie hin. Aber da kommen wir auch nicht hin. Weil ich denke mal, genau das habe ich mir nicht gedacht. Das habe ich mir nicht schon gedacht. Warte mal, wir könnten ja so gehen. Oh, das bringt uns aber auch nicht weiter. Das bringt uns auch nicht weiter. Da kommen wir ja nur noch da oder da wieder zurück. Da könnten wir da hoch, dahin, da hoch, dahin. Auch von da aus kommen wir auch nirgendwo hin. Warte, Kettrick. Oh, Mann, ich war gerade so gut in Schwung. Was ist los? Auf dem Boden leuchtet gerade ein seltsames rechteckiges Muster auf. Was könnte das sein? Ich bin mir nicht sicher, aber das große Ausrufezeichen in der Mitte sieht gefährlich aus. Wir sollten aufpassen, dass dein Zug nicht in diesem Bereich endet. Ah ja. Autsch, das tut ziemlich weh. Okay. Ja, aber das ist ja gemein. Warte, dann machen wir das auch mal so. Das ist egal, wie rum ich jetzt mache. Ich lande wieder da unten. Oh, das tut gleich weh. Das funktioniert nicht. Das heißt, wir sind da also schon auf den richtigen Weg, würde ich sagen, oder? Dahin, dahin, dann müssten wir eigentlich ja nach oben. Also der taucht jetzt wieder auf. So. Dann können wir dahin. Aber wir können hier nicht stehen bleiben und warten, richtig? Wenn ich da jetzt aber hingehe, werden wir platt gemacht. Okay, von hier aus kommen wir auch nicht weiter. Verdammt. Oder? Nee. Von hier aus kommen wir auch nicht weiter. Das heißt, wir müssen dahin. Das heißt, ich muss ja da eigentlich rüber. Ich hätte auch nach unten gehen können. Ah, okay. Das ist wahrscheinlich mein Fehler. Das ist wahrscheinlich mein Fehler. Okay. Ja, probieren wir das nochmal. Ich hätte auch nach unten gehen können. So. So. Jetzt ist er da. Jetzt kommen wir nach unten. Jetzt kommen wir nach oben. Jetzt kommen wir nach da. Jetzt kommen wir nach da. Jetzt müssen wir bloß zusehen. Nach unten, dann wieder dahin, dann wieder dahin. Und dann raus. Warte, nach unten. Nach oben. Da. Und jetzt raus. Super, jetzt haben wir es aber geschafft. Oh nö, Röche, Röche. Das war gar nicht so schlecht. Du bist nah am Golem, nur noch ein bisschen weiter und du hast es geschafft. Okay. Also wir können ja nur den Weg gehen. Dann können wir da ja nur rüber. Dann können wir nur da wieder zurück. Dann können wir hier hin.
Dann können wir dahin. Wir können nach da. Jetzt ist bloß die Frage, wir müssen ja eigentlich nach oben. Dahin. Dahin. Wir müssen ja hier unten irgendwie hin. Also das heißt, ich muss ja irgendwie hier hin. Aber wir könnten jetzt wieder nach unten. Oder nach da. Oh. Dahin. Dahin. Nach unten. Oh, okay. Dahin. 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 Nach unten. Einmal rüber. Und nach oben. Ach, okay. Jetzt war es wesentlich einfacher. Röchel, ich bin geschlagen. Gratuliere, ihr seid des Altars nun würdig. Das hat Spaß gemacht. Vielleicht ist die Welt nun bereit dafür, dass ich die Geheimnisse der Rikusianer enthülle, die vor Jahrhunderten beim Angriff des Monsterkönigs verloren gingen. Ah ja, der Monsterkönig hat die Rikusianer vernichtet. Warum das? Die rikusianische Mathematik war eine der wenigen Waffen, die ihn hätten besiegen können. Daher hat er seine Endzeitapparat gegen die Rikusianer eingesetzt. Bläh. Ich muss jetzt ruhen, bis zu unserem nächsten Treffen. Okay. Kommt jetzt der Altar? Yay! Wir haben es geschafft. Ich bin zu müde. Hol den Anhänger und lege mich hier einen Augenblick hin. Ah ja. Wir haben den Anhänger. Yippie. Ja, holst du den Anhänger? Ah, okay, gut. Gut, er ist wieder fit. Wow, wir haben es geschafft. Ich kann gar nicht glauben, dass wir schon zwei von drei Altären gefunden haben. Ja. Du klingst überrascht. Ich habe nicht einen Augenblick während dieses ganzen Abenteuers an uns gezweifelt. Also, was nun? Als nächstes sollten wir uns um ein Boot kümmern. Der dritte Altar sollte sich auf der Insel in der verschneiten Region Schneeglock befinden. Alles klar. Dann mal auf zu den Schneeglöckchen. Diese Kugeln müssen ziemlich mächtig sein, wenn sie den Golem erwecken konnten. Vielleicht sollten wir sie mitnehmen. Hättest du das für eine gute Idee, Kettrick? Ich war mir den ganzen Tag noch nie so sicher. Mach dir keine Sorgen. Ups. Oh nein. Was haben wir getan? Denk nicht darüber nach. Wir müssen hier raus. Ja, besser ist es wohl auch, dass wir hier raus müssen. Drei Stück wieder. Super. So, ihr Lieben, das ist heute also wieder mal eine kurze Folge. Wir sehen uns denn in der nächsten. Tschüss.